Wer richtig groß aufgeregt ist, ist der Hund mit Gepäck. Wir kommen jetzt hier ins absolute Naturschutzgebiet. Das bedeutet, dass man nicht mal die Wege verlassen sollte. Der Weg wird hier jetzt sehr schmal sein und der Bereich ist auch relativ groß, aber in einem Tag zu schaffen, zu durchwandern. Wisst ihr, es gibt da so Momente, wenn es nur bergauf geht und wenn dein Mann sagt, irgendwann, Schatz, nach der nächsten Kurve sind wir oben. Und dann kommst du rum und was ist? Es gibt so Dinge, die ich überhaupt nicht verstehen kann. Gerade wenn man im Naturschutzgebiet unterwegs ist, sind so eine Dinge wie Glasflaschen, die man hier so findet. Also kann man eigentlich mitnehmen. Wenn ich Tagestouren mache, also dann habe ich immer in meinem Rucksack einen Müllbeutel hängen, indem ich dann solche Dinge einsammle und dann zu Hause in meiner Mülltonne entsorge. Das ungefähr ist noch unser Weg. Und zwar müssen wir da hinten noch lang. Also noch ein gutes Stück. Das hier ist ja ein wunderschöner Weg und man muss ganz schön aufpassen, wo man hintritt, denn ganz viele Steine und Wurzeln sind im Weg und es riecht hier unglaublich stark nach Bärlauch, obwohl der schon verblüht ist. Der Weg ist ja schmal und teilweise auch sehr dunkel und dann kommt man um eine Kurve und steht in einer Blütenpracht und das ist so wunderschön. Da kommt man sich vor wie in einer anderen Welt. Es war ein wirklich anstrengender Weg. Es waren jetzt nur 15 Kilometer, vielleicht ein bisschen mehr. Aber dieser Weg, der zwar wunderschön war, aber durchzogen, es ging immer hoch und runter und immer wieder Steine und Wurzeln, das war sehr anstrengend. Und jetzt sind wir auf der Hütte angekommen. Und wir werden uns jetzt gleich noch einmal ein bisschen mit dem Tee hinsetzen und den Abend genießen. Gute Nacht und bis morgen. Bye.